Wir befinden uns hier im Logistikzentrum der Solar Deutschland GmbH. Wir haben hier einen Hallenkomplex mit gut 18.000 Quadratmeter Grundfläche. Wir haben noch ein Außenlager von rund 3.500 Quadratmetern. Und das gesamte Objekt und Gelände beträgt 56.000 Quadratmeter. Und wir haben hier in der Logistik ca. 85 Mitarbeiter, die hier tätig sind und hier im Tagesgeschäft den Wareneingang, Warenannahme, Kommissionierung und Versand durchführen für das gesamte Ausliefergebiet hier im Norden von Deutschland. Also wir lagern hier ca. 27.000 verschiedene Artikel, die für unsere Kunden nach Bedarf zusammengestellt werden und dann auch ausgeliefert werden. Als besonderen Service dabei natürlich auch die Nachtbelieferung. Das heißt, der Kunde kann bis 19 Uhr bestellen bei uns und hat bis zum nächsten Morgen 7 Uhr die Ware in seiner Warenschleuse. Hier wird der Großteil unserer Ware angeliefert. Hier kommen die großen LKWs an, werden entladen. Die Ware wird vorsortiert und dann nach Volumen schon mal gesplittet. Das heißt, die großvolumige Ware wird gleich hier vereinnahmt und gebucht. Der Rest, auch über den Paketdienst, wird dann in den Wareneingang gegeben und da dann eben ins System gebucht. Ja, hier steht die Ware, die aus der Warenannahme in den Wareneingang gekommen ist. Und die Kollegen Wareneingang ziehen sich dann die Ware an ihre Plätze und da wird sie dann verbucht. Wir können hier sehen, dass die Ware vorsortiert, kontrolliert und dann verbucht wird. Bei uns ist das so, dass die Kleinware, die wir nachher noch sehen, die Bereiche über die Fördermannanlage transportiert wird in die Einlagerbereiche und da wird sie dann eingelagert. Hier sehen wir den Start unserer Kommissionierung im Kleinteilebereich. Hier werden automatisch die Kommissionierscheine gedruckt und diese fallen dann in die Kiste rein, in die die Ware dann reinkommissioniert wird und danach zur Kontrolle transportiert wird über diese Förderbandanlage. Hier befinden wir uns in der Kleinteilehalle. Hier liegen ca. 15.000 verschiedene Artikel aufgrund der Größe und der Vielfalt. Und wir haben verschiedene Kommissionierbereiche wie den Schnelldreherbereich, Lagerautomat. Man sieht die chaotische Lagerhaltung. Das heißt, es ist typisch in diesem großen Lagerbereich, dass man es chaotisch lagert, aufgrund der Verwechslungsgefahr. Da beugen wir vor. Und wir werden auch noch sehen, den Lagerautomaten, wo wir auf sehr geringem Platz sehr viele Artikel lagern können. Ca. 11.000 verschiedene Artikel, sodass wir auf die Gesamtzahl von den fast 15.000 kommen. Ja, in dieser Halle haben wir unsere Volumenhalle 1, die mit den schmalen Gängen und den speziellen Fahrzeugen sehr viel Ware aufnehmen kann. Wir haben hier ca. 6.000 Palettenplätze und aufgrund der schmalen Gänge können wir sehr, sehr viel lagern. Die Fahrzeuge sind mit Funkterminals ausgerüstet, sodass die Mitarbeiter papierlos arbeiten können und anhand der Anzeige auf dem Bildschirm die Ware zusammenstellen können. Machen alles selbstständig und ohne Papier. Hier befinden wir uns in der Langwarehalle. Hier vorne lagern wir unsere ganzen Kabelkanäle. Und in den hinteren Bereich, den wir gleich sehen werden, sehen wir die Langware bis zu 6 Meter lang. Da ist der Bereich Kunststoffrohr, Stahlpanzerrohr, Aluminium und die ganzen Kabelbefestigungs- und Tragsysteme. Die sehen wir hier, die in den Spezialregalen gelagert werden und auch aus diesen Bereichen rauskommissioniert werden und auf diesen Wagen, die wir hier sehen, für die Kunden bereitgestellt werden. Hier sind wir im Kabellager. In diesem Bereich werden die gewünschten Schnittlängen für unsere Kunden auf die gewünschte Länge geschnitten, wie sie benötigt werden. Wir haben hier im Kabellagerbereich ca. 700 bis 750 verschiedene Kabeltypen im Anschnitt, die wir für die Kunden dann bereitstellen. Darauf hinaus haben wir natürlich auch noch konfektionierte Ware, Kabelringe, die wir dann von hier aus kommissionieren und dann bereitstellen.
letzten Jahr begonnen in unserem Haus mit Lean Management. Wir haben im Kabellager begonnen, da es ja auch ein sehr sensibler Bereich ist. Und es dient auf jeden Fall auch der Qualitätsverbesserung und natürlich der Kundenzufriedenheit, aber auch für uns ganz stark im Fokus unsere Mitarbeiter. Wir messen unsere Mitarbeiterzufriedenheit, also jeder Mitarbeiter kann sagen, wie zufrieden er ist oder unzufrieden. Wir haben Messpunkte festgelegt, an denen wir die Qualität messen und auch visuell darstellen. Und es ist natürlich ein sehr gutes Instrument und Werkzeug, um neue Vorschläge, Ideen in die gesamten Prozesse mit einzubringen und diese dann auch zu verbessern. Hier sind wir in unserer Kistenkontrolle. Hier wird die Kleinware kontrolliert, abgemeldet. Ein Kundenetikett wird gedruckt und dann auf die einzelnen Touren verteilt. Also hier befinden wir uns in unserem Versandbereich. Hier wird die kommissionierte Ware für die einzelnen Touren bereitgestellt. Man sieht viele Schilder hängen. Das sind unsere verschiedenen Ausliefertouren, wo sich viele verschiedene Postleitzahlengebiete hinter verbirgen. Die Hauptaufgabe liegt natürlich in den Abendstunden. Unsere Kunden können bis 19 Uhr bestellen und wir haben die sportliche Aufgabe, bis 20 Uhr das Tagesgeschäft zu beenden, damit die Fahrer rechtzeitig loskommen, um die Nachtbelieferung noch durchzuführen und unsere Kunden pünktlich bis 7 Uhr ihre Ware zu erhalten.